Ich bin letztens beim Snowboarden da lang gefahren, wo ich nicht hätte langfahren sollen. Hab mich einfach verfahren. Ich glaube, ich bin ganz weit weg von der Piste. Lul. So, und jetzt habe ich zwei Kratzer an Bord, die ich ausbessern muss, damit der nächste Tag auf der Piste wieder gut wird. Und das zeige ich in diesem Video. Dafür habe ich mir hier eine richtig professionelle Werkbank gebaut. Genau, da sieht man hier den Kratzer, da kann man sogar das Metall unten sehen. Und der erste Schritt ist jetzt reinigen. Da habe ich hier einfach so ein Wachs-Remover-Spray. Das wird da einmal drauf gesprayt, dann ein bisschen einziehen lassen. Dann einfach mit einem Papiertuch oder so abwischen. So, wenn die Stelle jetzt geputzt ist, dann nimmt man hier einfach den Pitex-Stift und zündet den an. Da geht man einfach ans Feuerzeug oder an die Kerze oder so. So, jetzt brennt das Ganze und dann sollte es gleich anfangen, dass das da so runtertropft. Und dann muss man das einfach über diese Stelle halten, wo man verbessern möchte. So, das Ganze ist extrem heiß, deswegen aufpassen, dass man nicht irgendwie auf die Hände oder sowas drauf tropft, weil sonst könnte das echt üble Verbrennungen geben. Ich habe jetzt hier einmal zwei Lagen drüber gemacht ungefähr, hier noch ein paar mehr Tropfer und jetzt muss man das Ganze für eine Viertelstunde trocknen lassen. Wenn das Ganze jetzt getrocknet ist, nimmt man hier einfach den Scraper und geht hier so leicht über die Kante rüber. Ich bin jetzt soweit zufrieden, wie glatt es hier geworden ist und jetzt gehe ich mit einer Feile hier über die Dinger drüber. So, jetzt ist hier wieder Struktur drin. Wie man hier sehen kann, sind da so ganz kleine Rillen drin. Und das ist das Ziel, damit das Wachs auch kleben bleibt. Alternativ, wenn man keine Feile hat, habe ich auch gesehen, dass Leute das mit Schmirgelpapier gemacht haben. Geht an sich eigentlich auch. Ist halt je nach Belieben. Bevor ich das Board jetzt wachse, gehe ich nochmal komplett mit dem Wachsentferner drüber. So, ich habe das Eisen jetzt auf 130 Grad eingestellt ungefähr und jetzt tropfe ich hier einfach so ein bisschen Wachs drauf. Ich habe relativ viel Wachs auf die Seiten drauf getropft, damit da auf jeden Fall genug ist, weil ich habe das Gefühl, am Rand geht es immer am schnellsten weg beim Snowboarden. Und in der Mitte habe ich dann auch nochmal Wachs verteilt und dann bin ich mit dem Eisen halt drüber gegangen. So, jetzt habe ich genug Wachs verteilt und jetzt gehe ich einfach von hier vorne. So, da ist der Kamera-Akku vorne einmal leer gegangen, deswegen zeige ich das jetzt nochmal so. Also einfach mit dem Eisen einmal von vorne bis nach hinten rüber gehen, relativ langsam, damit das Wachs auch schmilzt. Und dann kann man auch nochmal hin und her gehen und dann sollte eigentlich überall Wachs sein. Dann muss man ein bisschen warten, bis das abgekühlt ist und dann nimmt man den Scraper und zieht einfach von vorne bis nach hinten durch, damit das Wachs hier wieder abgetragen wird. Dann zum Schluss, wenn man das Wachs soweit abgetragen hat, nimmt man einfach so eine Bürste, zieht auch nochmal drüber, damit hier nochmal ein bisschen Struktur in das Wachs reinkommt, damit das Wasser da halt irgendwie schneller rausfließen kann. Genau. Zum Schluss kann man noch mit einem Papiertuch drüber wischen, damit das Restwachs, was noch drauf rumliegt, wegkommt. Und dann ist man schon fertig mit dem ganzen Snowboard. So, jetzt das Board frisch gewachst und repariert. Die Stellen sehen wieder ganz gut aus. Da spürt man auch nichts mehr beim Drüberfahren. Das heißt, das Wachs hält. Und das heißt, das Board ist wieder ready für die Piste. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, das hat geholfen. Genau.